Hallo und herzlich willkommen an all meine Gaming-Freunde hier draußen. Hier spricht mal wieder die düstere Stimme von Viersam Let's Play. Und ich begrüße euch hier zu einer komplett neuen Runde Metro 2033. Ja, ich habe das Spiel schon mal länger auf dem PC gehabt, habe es mir dann einfach nochmal neu runtergeladen. Und wir spielen das jetzt einfach mal auf einfach. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Ja, den hatte er, denke ich mal. Benutzen Sie Ihre Maus, um sich umzusehen. Achso, wir klettern gerade. Nutzen Sie WASD, um sich zu bewegen. Okay. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Achso, mit E, okay. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. So, reingekrochen. Artyom, schau in diesen Kisten. Die Grafik ist aber eigentlich auch nicht so schlecht, finde ich. Was, ich soll in den Kisten nachgucken? Ah. Bereit, Artyom? Mir nach. Alles aufnehmen. Nachladen. Okay, die hat 40 Schuss. Und sprengen. Yeehaw. Taschenlampe einzuschalten. Ah, ich habe irgendwie Angst, damit da gleich irgendwie so ein Viech kommt, weil ich habe mir schon mal einen Trailer bzw. ein Gameplay angeguckt. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Dorock. Wir sind fast da. Ah, dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Lade deine Waffe. Was ist da? Da kommen sie. Oh mein Gott. Tot? Ja. Alle tot. Ich auch? Artyom, lass uns gemeinsam ziehen. Ah, mit E, okay. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Raus hier. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Unser Ziel? Wo? Ha. Wir sind am Tor. Ich wiederhole. Wir sind am Tor. Wo müssen wir hin? Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Ui. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Wo ist er? Hier. Verstanden. Was, ich soll in der Nähe des Turms sein? Da sind wir. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Wir sind in der Nähe von dem Turm. Um zu sprinten. Ja, ich sprinte. Hm? Und da sind sie. Ah. Ja, toll, und weiter? Ah.
Hä? Oh mein Gott. Ja toll, und jetzt? Das wollte mich angreifen. So, alle kaputt. Die, was hier jetzt waren. Wer kommt denn noch? Wow, wir sind aber ganz schön viele. Krasse Scheiße, verdammt nochmal. Jawohl, und wir geben es ihm natürlich. Was sind das für Viecher? Wo renne ich hin? Oh mein Gott! Ja toll, und ich bin jetzt tot, oder? Ach so, 8 Tage vorher. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ja. Und was ist dann passiert? Was hätte er sich nicht vorstellen können? Nein, ich drücke nicht E, um die Szene zu überspringen, weil ich die gerne auch selber gucken möchte. Musik. Ein Kirchturm, denke ich mal, auf einem Bild. Eine Stadt. Nochmal eine Stadt. Aber 8 Tage zuvor. Endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Licht aus. Licht aus. Naja, wohl. Licht an. Licht an. Okay, ich heiße angeblich in dem Spiel Artyom. Eben, was können wir denn noch tun? Hm? Ha? Was können wir tun? Ha? Ja, was können wir tun? Gar nichts. Wir werden sehen, was Hand sagt. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob man da eventuell was an den Audioeinstellungen machen kann, aber das habe ich ja schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, gemacht. Das hatte ich gerade vergessen. Wohin müssen wir? Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. 2 sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten. Ja, die sehen ja aus wie Leichen. So richtig verwest, so richtig. Okay, das ist cool gemacht, damit, wenn man da läuft, da. Das Tuch mitgeht. Okay. Aussieht, ist er tot. Hey, wie sehen die aus? So richtig eklig. Die mutieren bestimmt bald zu Zombies oder sowas.
Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mutanten, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Das verstehen. Passiert bestimmt gleich was. Nee, doch nicht. Wie sieht's hier aus? Willkommen, Hunter. Was ist das? Danke. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter. Servus. Was ist neuerdings da draußen los? Kann man das aufmachen? Und das? Auch nicht, okay. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musst du an dich denken. Ich will sie. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Oh oh. Ich habe ein Motto. Ich versteck mich hier. Einfach hier verstecken. Ich will das Paket haben. Ich habe keine Waffe. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Todesfällen. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Stell deine Waffe. Ja, wo? Ja, toll, der kann sie aufmachen. Super. Mit Tasten 1, 2, 3 und 5 oder mit dem Mauszeiger Auswahl für bestätigen. Ja, mit dem Waffentypen. Sie wie in den verschiedenen. Sie die verschiedenen Waffentypen aus. Ein Messer steht Ihnen immer zur Verfügung. 1. Benutzen Sie es, wenn Ihnen die Munition mal ausgeht, okay? Ah, okay. Die kommen bestimmt gleich. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Was? Sie riechen das Blut? Ja? Und wo? Kaputt! Kommt die von da oben? Wow! Kaputt! Kaputt. Tot? Ja. Hä? Kaputt. Wow! Oh, ich hab nicht mehr viel. Nur noch 6 Schüsse. Ja, ich bin okay. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Hä? Ja? Ach, dachte schon, da oben ist nochmal einer. Puh. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Furcht ist ihre Waffe, oh mein Gott. Zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Genau das wird er. Das bezweifle ich sogar nicht mal. Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten zum ihre gebrochen, ihr Geist zerstört. Wie aussieht. Die Schwarzen, sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Oh mein Gott. Ja, und wie Sie den äußeren Wachposten zerstört haben, erfahren wir in der nächsten Folge Episode von Metro 2033. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.